Eine halbe Ewigkeit ist schon wieder vergangen. Herzlich willkommen zurück zu Super Kirby Clash. Graslande und frostiger Rammkamm. Wir starten sofort rein. Was danach passiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es endlich Zeit, dass wir es herausfinden. Ja, ich bin auch extra Level 48 noch geworden. Ich kann eh nur noch maximal bis zu Level 50 farmen, da ich dann dafür erstmal neue Achievements brauche, damit ich wieder höher farmen kann. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, das bringt mir eh alles, also noch nichts, wenn ich weiter farmen würde. EP und so. Natürlich werden wir auch heute nicht nur den spielen, wir haben auch noch einen Haufen Online-Kämpfe, die wir machen können. Und die werden wir auch noch machen. Braucht das. Als ob ich das jetzt nicht bekommen habe. Okay. Okay, ich gehe rein. Danke. Achso, ich wollte gerade fragen, wo die Lebensanzeige ist. Aber der hat gar keine. Warte mal, in welchem Spiel hatte. Achso, in Ring Fit Adventure. Ich würde schon sagen, was spiele ich denn aktuell für Spiele, wo Bosse eine Lebensanzeige haben? Ja, viel zu früh, ich Idiot. Aber was willst du machen? Wieso ist denn der so nervig? Wir haben auch noch 3 Minuten nur noch Zeit. Weiß ich nicht mehr, ob das so unglaublich viel ist. Aber es ist halt an sich wieder nur eine andere Form von dem Ritter hier. Steintafeln erscheinen auch endlich, das ist schon mal gut. Ich baller einfach erstmal weiter drauf, damit sie weiter erscheinen, aber... Nee, kommt nicht. Ja, ein seltenes Fragment, ich weiß bis heute nicht, für was die sind. Ich spiele das Spiel schon ewig. Ich nehme es jetzt trotzdem mal mit, wenn ich es bekomme. Ja, Hammer. Und die letzte Steintafel... Doch, Steintafel, ja. Und... Das war absolut schlecht. Ja, da merkt man halt, dass ich nicht viel spiele, ne? Aber ist egal. Als ich es aktiv gespielt habe, war ich in dem Timing um einiges besser. Aber das ist super. Alles rein. Von mir aus kann der auch gleich KO gehen. Okay, der Gegner ist auch gleich überwunden. Das ist sehr gut. Weil er nervt. Und ich möchte wissen, was danach passiert. Wir kommen dann endlich mal mit der Story voran. Ja, das war's. Sehr schön. Und wir hatten noch ordentlich Zeit übrig, ne? Aber gut, wir haben ja auch einen Haufen Gäste hier dabei. So, so. Ja, Gold nehme ich gerne. Aber wirklich viel habe ich auch nicht bekommen. Ja, hier halt wieder Fragmente, die ich nicht brauche und das Seltene. Wofür auch immer, das ist... Ah, Ausrüstung der Seltenheitsstufe. Okay. Und mal wieder Krako. Eine Giftwolke senkt sich herab, also würde ich an dieser luftigen Feuerprobe. Level 50. Könnte man versuchen, aber machen wir nicht. Da möchte ich wenigstens mindestens Level 49 sein. Ja, lasst uns einen Online-Kampf machen. Ich guck mal gleich hier durch, was haben wir? Level 55 ist zu viel. Level 55 ist zu viel. Hallo. Ah, hier haben wir ganz viel. 47, Team 3 Gefahr. Machen wir den. 2 Mitspieler haben wir. Und halt den Computer, ne? Kann sein, dass es ein bisschen laggt. Also der
Online-Modus gerade. Wenn, dann auf jeden Fall nicht doll. Nur am Anfang, glaube ich, hat es kurz gelaggt. Stimmt, warum spiele ich auch ein Online-Spiel, wenn das WLAN gerade bei mir scheiße ist? Deswegen kommen ja auch keine Streams. Ja, das ist jetzt natürlich Epic Fail, ne? Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass irgendjemand anderes schuld ist. Das war halt jetzt einfach unüberlegt, ne? Naja. Ach so, wir sollten den nochmal wiederbeleben. Stimmt, danke. Danke, dass du das machst. Haben wir gar keinen Heiler? Nee, haben wir nicht. Wir haben den Magi... Na wohl, doch haben wir. Ah, nee, haben wir nicht. Der mit den... wie hieß das nochmal? Ich würde Gyrosphäre sagen, aber... Fiolen. Der heilt doch immer die Leute, oder nicht? Und warum ist der eine AFK? Das ist übel unpraktisch. Könnt ihr mal irgendwie Essen oder so runterfallen? Das könnte mich heilen. Okay, das ist gut. Ich glaube eh nicht, dass wir es schaffen. Zumindest nicht ohne Wiederbeleben. Wie kann es eigentlich sein, dass der AFKler so lange überlebt? Der stellt sich ja wahrscheinlich nur rein, um die scheiß Punkte zu bekommen oder so. Was halt extrem scheiße ist. Okay, der Gegner ist aber auch gleich überwunden. So wie ich. Aber Mitspieler 3, er hat noch gut Leben. Okay, Toxiporos. Könnte auch ein Dinosaurier-Name sein. Ja, ich bin gleich down, aber ich baller einfach rein. Scheiße. Ja, ich bin doch gesprungen, hä? Okay, belebe uns. Mitspieler 3, du musst. Jetzt müssen wir uns auf den CPU verlassen. Dankeschön. Beleb einfach wieder. Ist scheißegal. Ob der was macht oder nicht. Aber Mitspieler 3 ist jetzt gleich tot. Gar nicht gut. Warum gehe ich die ganze Zeit in ihn rein? Das ist so unpraktisch. Du darfst nicht sterben mit Spieler 3, du bist der Beste. Ja, na klar. Ich glaube, wir verrecken alle. Okay, das ist gut. Was macht eigentlich der andere die ganze Zeit da hinten? Ich meine, jetzt sind es schon zwei, die nichts machen. Ach ne, der hat seinen Schuss aufgeladen. Okay, sorry. Ist mir nicht aufgefallen. Jetzt können wir ja nicht mal die Steintafel machen, ne? Das ist ja so lächerlich, was er macht. Ja. Kacke. Und ich sterbe auch, ne? Ja. Okay, es hat der eine hat wiederbelebt. Gerne. Danke. Ja, aber das ist ja jetzt unglaublich dumm. Ja, besser als davor halt. Ja, der eine macht ja nichts. Ist halt scheiße. Aber ist immer noch okay. Aber schaffen wir halt nicht, ne? Mach. Mann, der ist gleich überwunden. Wir können es schaffen. Oh, Hammer auch. Oh, sehr schön. Trotzdem, der eine hat sich überhaupt nicht verdient. Dieser Saiyaman.
Absolut unfair. Ich stand halt nur AFK rum die ganze Zeit. Danke. Dann machen wir noch eine andere Mission. Feuer Galboros. Das machen wir. Wir sind zwar komplett, aber wir schaffen das nicht. Die sind alle komplett unterlevelt. Manche sind glaube ich Level 32. Der eine. Halt absolut scheiße. Kann ich jetzt halt auch nichts machen. Also alle sind definitiv unter meinem Level. Jeder ist halt Angriff. Also das ist halt schwierig. Also kann sein, dass wir es trotzdem irgendwie schaffen, aber wird schwierig. Ich bezweifle es halt, um ehrlich zu sein. Wir müssen es halt jetzt die ganze Zeit wiederbeleben und das frisst halt auch Zeit. Wenn er halt nicht weggeht, kann man keinen wiederbeleben. Hätte der mir das jetzt weggenommen, der Asi, dann wäre ich aber echt ausgerastet. Okay, der macht schon. Ja, und schon bin ich tot. Ja, wir haben eigentlich gar keine Chance. Willst du noch dämlicher sein, oder? Er greift ja nicht mal an, oder so. Ich meine, ja, ich weiß, dass er zu uns möchte und uns wiederbeleben möchte. Ist ja auch logisch. Aber er hätte wenigstens die Zeit nutzen können, wo er nicht drüber kam, um anzugreifen. Mach doch, hä? Egal. Hat es irgendwie abgebrochen, keine Ahnung warum. Bin eh gleich wieder down. Okay. Und schon bin ich halt auch wieder weg. Ja, es wird echt schwierig, auch mit der Zeit halt noch. Das Wiederbeleben dauert halt übel lange jedes Mal. Ja, das schafft man. Nicht in 1 Minute 20. Okay, jetzt einfach erstmal reinballern. Nicht die Steintafeln aufsammeln, das verschwendet jetzt nur Zeit. Jetzt holen. Geil, greif erstmal weiter an. Ja, der steht halt scheiße hier. Ja, tot. Schaffen wir nicht, ne. Kauft das jemand? Ja. Ja, was mache ich für eine Scheiße? Egal, wenigstens konnten die etwas mehr. Hätte aber auch viel mehr sein können, wenn ich nicht so absolut dumm gewesen wäre. Komm bitte. Vielleicht schaffen wir das doch noch irgendwie. Weil halt jetzt wieder alle voll sind. Oder auch nicht. Na, warum bitte? Das portet sich halt die ganze Zeit weg. Wie nervig. Ja, er ist zwar gleich überwunden, aber wie soll man das noch schaffen? Ne. War halt kaum möglich. Nochmal 30 Sekunden mehr, dann schaffen wir es doch noch.
Ja. Ja gut, war kein exzellenter Kampf, aber na gut, man kann auch sagen, wäre ich nicht so lost gewesen, hätte es sein können, dass wir gar nicht mehr bezahlen müssen, aber ist egal. Ich habe ihn sogar besiegt, sehr schön. So, den haben wir damit auch besiegt. Und ja, ein paar haben wir noch. Aber nicht mehr heute. Ich danke euch natürlich trotzdem wieder für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Super Kirby Clash. Wenn ihr die nächsten Parts in den nächsten Monaten nicht verpassen wollt, könnt ihr wie immer gerne abonnieren. Habt dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss, bis dann.